Willkommen zurück, Uncharted 4. Jetzt musst du Panzer aussuchen, um das scheiß Geschütz da in Luft zu jagen. Wo? Was da? Okay, Charlie. Weißt du, Schatz? Den verdammten Truck loswerden! Ja, das ist gut. Versteck dich hier oben. Der Wisch. Hier bin ich bestimmt sicher. Wieso, wieso, wieso? Ah! Wow. Ich halte dich auf! Aufhören, aufhören! Ich will nicht fahren können! Durchhalten. Scheiße. Oh shit. Oh, heilige Sally. Wie läuft's auch, ne? Vorsicht! Wo? Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier. Alles klar. Wo ist die? Okay, hier sind sie vorbei. Gott und die Freiheit, Arschloch. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Danke, Sully. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja. Wo ist mein Gewehr? Bitte. Auf Sullys Verlass. Und meine Pistole. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Aha. Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Karl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Jetzt ja. Gut, gut, ein paar Mal war es knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Sammy. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Ich weiß. Wow, 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 wow. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Schatz. Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Scheiß auf Rafe. Hey,
Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber... Die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Und der Schatz? Ist es weit? Ich gehe zum Schatz. Wir sind doch schon so nah. Wir hätten den Schatz doch gleich mitnehmen können. Und nicht diesem Rafe überlassen. Was, wenn Sean einem Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Und Schatz? Ist hier was? Schade. Was ist? Da ist das Schiff, unser Flugzeug. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mal runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Diese Ruhe gefällt mir nicht. Ja, ich bin von da runtergesprungen.
Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Hey, was gibt's hier? Nichts. Da ist auch nichts. Es muss doch etwas geben. Hilf mir mal, Sam. Okay. Ja. Okay, wo lang, Sally? Immer. Hier ein bisschen nachschauen. Nichts. Nur durchs Fenster. Sieht jemand einen Ausweg? Ja, oben. Aber wie komme ich da hoch? Da. Hey Leute, hier durch. Wow, schaut euch das an. Was ist das? Eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Okay, da muss man hin. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Wie funktioniert das? Keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil hier ziehen. Ziehen wohin? Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Ich habe eine Idee. Nathan, hilfst du mir mal? Okay. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Ihr lasst mich aber nicht fallen, ja? Verlockend, aber nein. Naja, vielleicht. Wohin soll ich springen? Ernst?
Oha. Geschafft! Willkommen. Okay, wir sind soweit. Ja. Für einen Haufen Piraten ist diese Technik ziemlich beeindruckend. Das ist nicht gar nichts. Du solltest die Aufzüge suchen. Oh! Fesseln! Alles klar bei euch? Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Und hopp. Nein. Hoch, hoch, hoch. Los, spring schnell. Nein, gib mir die Hand. Ja. Gott. Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein. Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen hab. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam! Hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Stur. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Sam? Sammy? Und wenn Sam den Schatz findet? Hier rauf. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Was? Eine Notiz. Liebe Talia Tagebuch, Christopher Exley, 24. Januar 1718. Heute beginnt mein neues Leben. Endlich habe ich die Ufer von Liebe Talia unter meinen Füßen und bin ein freier Mann. Die Städte sind angefüllt mit Männern und Frauen, die mit Elan und Zielstrebigkeit arbeiten und leben. Ich habe gesehen, wie Waren von Schiffen abgeladen und für den Transport zur Kolonie vorbereitet wurden. Oben in den Hügeln konnte ich einen Blick auf die prachtvolle Ländereien von New Devon erhaschen. Meine Freude ist überwältigend. Dieser Ort wird jeden, der uns verspottet und unterdrückt hat, eines Besseren belehren. Unsere Familien, unsere Adligen, die Regierung, unseren König. Wir werden für den Rest der Welt ein Gesellschaftsvorbild erschaffen und unser eigenes Schicksal schmieden. Befreit von den Ketten unserer früheren Leben. Ein Hoch auf die Chance zum Neuanfang. Für Gott und die Freiheit. Das wurde leider nichts. Gibt's hier sonst noch was? Noch ein Schätzchen. Avery. Hier ist verschlossen.
Hier geht's auch nicht vorbei. Hey, damit kommen wir über die Mauer. Komm schon! Warte, wir helfen dir. Danke. Fertig! Schieb, schieb. Moment. Ich hab's. Okay. Okay, siehst du? Das wird nicht halten. Nate, los. Ich hab's. Was? Los. Mist. Los. Gott, verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate, nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier dann weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Und Sully? Ich dich auch, Cowboy. Meines Bruders Hüter. Das. Ich komme, Sam. Und Ruff. Okay. Häuser kommt man nicht rein. Okay, dann klettern. Was gibt's hier? Zieh hoch hier. Ja. Okay. Oh shit. Was ist das? Fußspuren. Fußspuren. Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Okay. Und zack. Boah. Mal zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Ja, ja. Nate kann darüber lachen und viel erzählen, wenn er in Rente ist. Als Schatzsucherrentner. Okay. Etwas bisschen umschauen. Hier ist nichts.
Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Oh, und jetzt? Oh, komm schon, wo ist der hin? Let's go. Ja, wo lang? Muss ich klettern? Ach, da hin. Boah, es geht immer höher und höher. Mehr Fußspuren. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich dich noch umbringen. Nur wenn er den Schatz hat. Warum jetzt? Rüberspringen. Das ist doch wahnsinnig. Oh. Verdammt nochmal. Dann? Was ist das? Lagerfeuer? Oh, Notiz. Oh, das ist Berns Enkel. 14. April 1808. Obwohl ich Hayes Kugel erfolgreich aus meinem Oberschenkel entfernt habe, eiert die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Averys Schatz zu finden, und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus, das Fieber wird sinken und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden und ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den größten Abenteuern der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein, aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Claire, vergib mir. Forgive me. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Hm. Hattest es fast geschafft. So ein Mist. Aber er hat sein Bein nicht verloren. Da doch. Ich glaube, mit diesem Ausblick machen wir eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.